So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, für euch geht's gut. Bei mir alles super. Heute mal schön schwarz angezogen. So, aber das tut nichts zur Sache. Heute ist Sonntag, der 12. Mai, Muttertag. Und ich befinde mich wieder auf dem Bergkirchweih-Gelände in Erlangen. Der Aufbau schreitet immer mehr voran. Heute ist noch ein weiteres Fahrgeschäft dazugekommen. Das Riesenrad ist schon fertig. Und wir schauen uns einfach um, was sich so getan hat. Ich würde sagen, lasst uns hineinstarten und die Bergstraße gemeinsam ablaufen. Um zu sehen, was schon alles da ist. Ich würde sagen, Aufbaublock zum Berg, die Nummer 3. Auf geht's. So. Hier soll ja noch der Hangover stehen. Der ist noch nicht da. Der wird ab morgen hier antanzen. Dann haben wir hier die Game World. Auf der Seite hier haben wir Steinis Bar vom Heidis Treff. Hier. Steinis Bar, Heidis Treff. Dann, wenn wir hier weiterlaufen, haben wir hier auf dieser Seite, da haben wir hier den süßen Bazar von Hartigs. Der süße Bazar von Hartigs. Wir haben hier das Steamboat Racing vom Galle. Galles Greifer am Automaten sind auch noch nicht da. So. Dann haben wir hier noch das Knusperhaus. Auf der Seite kommt dann auch noch was hin. Bis zum Donnerstag wird alles stehen. Dann haben wir hier Bechersteds Fotoschießen. Gefolgt die Montgolfiere. Die Montgolfiere haben wir hier. Ein schönes Kinderfahrgeschäft, die Montgolfiere. Gegenüberliegend der Langosch King. Dann haben wir, wenn wir jetzt hier rüber gehen, verrückte Baustelle von Luxem. Hier die verrückte Baustelle. So sieht sie aus hier, die verrückte Baustelle. So eine schöne kleine Kinderachterbahn. Ähnlich wie Doggy Dog fahren. So, dann haben wir hier die Klo-Gaudi und ab geht die Luzi mit Florian Silbereisen und der Helene Fischer. Dann, wenn wir hier weitergehen, haben wir die Jagdhütte. Der gegenüberliegend den Dinkels Frankendorf. Dann haben wir hier noch so eine Spielbude, gefolgt von einer weiteren Bude. Hier dann die Fischspezialitäten. Und dann gefolgt hier vom was? Knusperhäuschen Mandeln vom Rudolf. Da haben wir hier noch Churros. Hier auf der anderen Seite ist der Pommesstand. Pommesstand haben wir hier. Hier haben wir dann noch den Stand Hawaii-Früchte.
gegenüberliegend. So, gegenüberliegend hier haben wir den Birkners Keller mit einem schönen Biergarten, wo Mönchshof ausgeschenkt wird. So, hier nochmal Birkners Keller. Hier haben wir den Rudolf sein Kindersportkorso. Da oben geht es dann zum Birkners Keller rauf. Dann haben wir hier das Zuckerschloss. Dann hier gefolgt von der Berghütte Kunstmann. Berghütte von Kunstmann. Hier gefolgt das Angeln. Mia San hier. Dann hier noch gefolgt von Willis Mandeln Kunstmann. Willis Mandeln, also vom Kunstmann. Und dann haben wir hier den Fantasy Fly vom Jeckel. Genau. So, dann geht es hier weiter, gefolgt hier mit der nächsten Jagdhütte. Auch so Spiel und Spaß. Dann haben wir jetzt hier auf der Seite den Goldmann-Keller. Hier ist der Goldmann-Keller. Dann haben wir hier vom Eschenbacher sein Kinderkarussell. Genau. Laufen wir weiter. So. Hier kommt dann nachher noch der Infinity hin. Der wird morgen auch ankommen, weil momentan steht er noch in einer anderen Stadt. Deswegen kommt er erst morgen an, der Infinity vom Hofnagels. Genau, so. Dann geht's weiter. Wenn wir jetzt hier weiter reinlaufen, in die Bergstraße, dann haben wir hier den Helbig-Keller. Helbig-Keller. Hier gibt es die Steinbach, wird hier ausgeschenkt. Steinbach-Bier. Hier gefolgt vom Autoskoda. Der große Crash vom Kunstmann. Kunstmanns Autoskoda haben wir hier. Also der Scooter vom Kunstmann. Sehr, 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 sehr schön und wunderbar. Gut, dann haben wir hier das Riesenrad. Dieses Jahr zum ersten Mal in Erlangen das Jupiter von Bart und Kipp. Das Jupiter Riesenrad. Das Jupiter Riesenrad diesmal etwas kleiner. Und wenn wir jetzt ja schon hier vor diesem Riesenrad stehen, möchte ich dazu noch was sagen. Warum dieses Riesenrad Jupiter? Ganz einfach. Das Europarad von Kipp und Sohn steht momentan verankert woanders und kann nicht weg. Und deshalb, damit Erlangen wenigstens ein Riesenrad hat, musste es dann auf das Jupiter zurückgreifen. Die Familie Kipp, die musste darauf zurückgreifen auf dieses Jupiter. Ist jetzt halt 50 Meter hoch. Das Europarad war 55 Meter. Das Ding hier, das Jupiter hat 50 Meter, also ist sozusagen 5 Meter kleiner. Aber trotzdem auch sehr, sehr schön. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was da los war. So, zeigen wir es euch nochmal. Das Jupiter. Gut. Dann haben wir hier das Gourmet-Schlösschen. Hier gefolgt dann vom Weißbierkeller und Müllers Bergstation, wo man oben sitzen kann. Wellerkeller, hier Brunner Metzgerei. Dann haben wir, wenn wir hier rüber gehen, hier gefolgt, der ist auch ganz frisch angekommen, der Rollover. Der Rollover von Zinnecker. Zinneckers Rollover. Der Rollaufer ist ja auch schon da. Der Rolli. Rollaufer, geht's zur Sache.
Ne? Und diese Dinger, die Gondeln hier, die überschlagen sich, ne? Genau. Also eine richtige krasse Mühle hier. So, dann geht's weiter. Gefolgt hier gegenüber vom Tucherkeller. Tucherkeller haben wir hier noch. Genau. Da haben wir den Tucherkeller. Kann man auch schön sitzen. Dann hier noch hier Haxen Liebermann. So. So, dann haben wir jetzt hier den Steinbachkeller. Steinbachkeller, hier wird Steinbach ausgeschenkt zum Berg. Da kann man auch oben sitzen. Hier folgt dann hier, wo danach ja auch der Anstich stattfindet, der Henninger Keller. Der schöne Henninger. Also richtig cool. Und dann sind wir auch schon hier auf der T-Kreuzung, die wir jetzt gemeinsam hinunterlaufen werden. So. Ordentlich Betrieb hier. Ja, und jetzt mal bitte Sendepause. Ist auch noch mal Brezel. So, dann haben wir hier den Jaguar von Distel. Hier Distels Jaguar haben wir noch. Hier ein paar Bierbänke, die man braucht. Und hier hinten sieht man auch schon, ich zoome es nochmal her, das Glaswerk vom Ulrich. Ja, das war es dann schon wieder vom Aufbaublock vom Erlanger Berg. Na? Und morgen sehen wir dann den Rest vom Schützenfest hier, beziehungsweise vom der Bergkaravan. Morgen gibt es den Rest. Da werden dann nämlich alle nochmal eintrödeln und ab morgen hat auch der Endlasskeller zu, wegen den Vorbereitungen. Dann ist hier weniger Betrieb von Leuten. Dann kann ich euch auch mal hier unten die ganze Kelleranlage noch mit präsentieren. Ich verabschiede mich, das war der nächster Aufbaublock von der Erlanger Bergkirchweih, euer Leon Elektronik am 12. Mai. Servus!